So, und wir sind zurück und verscherbeln jetzt ein paar Sachen. Also, ich habe mir eine Liste gemacht. Was brauchen wir? Das brauchen wir. Das kann alles weg. Das kann bleiben. Steinblut. Steinblut, Steinblut. Ist die Übersetzung jetzt richtig? Dann behalten wir das mal. Fleischklumpen behalten wir auch eins von. Nee, zwei. Obwohl, eins könnten wir eventuell schon abgeschlossen haben, aber da bleibe ich lieber sicher. Weil das finden wir nicht so oft. Seele möchte ich an sich gerne behalten. Einfach aus gutem Grund. Einfach deshalb. So. Graphit brauchen wir nur einmal. Gepresstes keinmal. Qualle brauchen wir noch einmal, obwohl wir das überall finden. Schleim. Oh. Gegen Wunden. Das heißt, das behalten wir so oder so. So, Tropfen. Behalten wir eins erstmal von. Obwohl wir das dann später auch, sobald wir einen dritten Feuerball oder das danach folgende, also was minus 30 hat, wenn wir das finden, können wir die Tropfen auch verkaufen. Mondlicht definitiv behalten. Davon brauchen wir insgesamt drei Stück. Zwei für Quests, eins für uns. Funkensprüher kann weg. Steinblume. Behalten wir eins von. Und Blitz. Blitz, 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 Blitz. Brauchen wir auch mindestens eins von. Und da war noch zwei. Kann nur eins weg. So. Dann haben wir das hier auch noch weg. Davon brauchen wir nicht mehr als fünf. Doch, weg damit. Die Dinge hätte ich auch langsam mal gerne weg. So, das weg. Davon brauchen wir maximal 100. Davon können wir ein paar verkaufen. So. So müsste das in Ordnung sein. Ja. Na, hauen wir doch ein Fleischklumpen weg. Ich könnte schwören. Ich habe mich ja, glaube ich, einmal gefragt, wo das eine Fleischklumpen geblieben ist. Das hatten wir, glaube ich, dann schon abgegeben. Denke ich mal. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Bald war es vielleicht doch erstmal. So, verkaufen. Dann, Barmann, kannst meine Ausrüstung reparieren. Meine Schutzkleidung bitte. Kostet auch gleich 4400. Aber dafür haben wir jetzt auch wieder eine gute Schutzkleidung. So. Nachtstern. Nachtstern haben wir noch nicht, ne? Das war ja auch eins der selteneren Artefakte. Gut. Was? Wieso wiegen wir noch so viel? Oh Gott, das ist doch zum Kotzen. Verdammt, ja, ich bin betrunken. Betrunken. Die wollen mich beim Wächter rauswerfen. Wenn ich diesen Auftrag verpatze, weißt du? Aber ich fühle mich im Moment nicht so gut, weißt du? Das kann ich verstehen. Ich brauche einen Auftrag. Hast du etwas für mich? Da gibt's etwas. Die Waffe des Wächters finden. Die Waffe des Wächters finden. Ich hätte nicht so ausrasten sollen. Die Sonne pusht einem ins Hirn. Ich dachte, ich hätte gute Nerven. Vor nichts Angst. Und jetzt das? Dieses Heulen in den Ohren. Alles war umsonst. Alles war wie sonst. Ein Erkundungsauftrag ins dunkle Tal. Wir sind mit Krivoy in den Graben runter, um den Rest der Gruppe zu decken. Dann auf einmal dieses Heulen. Ich hatte Panik. Verdammt, ich weiß nicht mal, wie ich zu den Koordinaten bin. Als ich zur Basis zurück bin, hat Voronin mich fast auf der Stelle erschossen. Er hatte mir gerade eine verbesserte Kanone gegeben, so als Belohnung. Und ich habe Panik bekommen. Bin abgehauen und habe die Kanone da vergessen. Könntest du sie mir holen? Denn wo sollte ich ohne eine ordentliche Waffe hin? Bin dabei, denn die haben wir eben gefunden. Diese Sturmbombe kapern. Ich bin wegen des Auftrags hier.
erfüllt. Und damit haben wir Schnecke. Er hat sich das wieder aufgesetzt und hat nichts mehr. Und damit haben wir... Ja! Putz. Putz. So. Das ist das Beste, was wir haben. Das können wir einmal verbessern. Diese beiden können wir einmal verbessern. Und das können wir zweimal verbessern. Also, besseres Artefakt dafür kriegen. Dann, hey, nicht Fernsehen gucken. Komm her. Zettel wieder weg. What's up, man? Nee. Nee. What's up? Ja. Nein. Ach, scheiße. Wir hatten doch eben ein paar Fleisch erschossen, ne? Mist. Naja, egal. Kann das hier weg? Ja, kann weg. So. Doch, davon dürften wir gleich dann endlich... Wir dürften die Waffe hier gleich irgendwo finden. Ich könnte sie mir kaufen, aber ich will das Geld noch nicht loswerden. So. Das dauert auch noch, bis wir das loswerden. Also, bis wir es loswerden müssen. Also kann das weg. So viele von denen werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Insgesamt 20 lassen wir mal. Ja. Also irgendwie schaffen wir es nicht mehr, unter 40 Kilo zu kommen. Naja, was soll's. Gut. Dann sprinten wir mal zurück. Ja. Da ist nichts drin. Da war nichts drin. Zur Arena müssen wir auch noch. Oh, wir haben noch so viel zu tun, aber mit den ganzen Nebenaufgaben und Nebenquests, wo wir großartig rumrennen müssen, würde ich gerne warten, bis wir eine gewisse Waffe haben. Und dann machen wir eine Menge an Nebenquests. Eine wirklich, wirklich große Menge. Top. Ja. Tschüss. Ich bin schneller als ihr Hühnchen. Das dürfte nur der Nachrichtenverlauf gewesen sein. Ob ich doch wanderte ins finstere Tal und so weiter und so ins dunkle Tal diesmal. Ah, liegen hier. Er hat's also geschafft. Oh. Moment. Ja, ich weiß. Strahlung und so weiter. Moment, der hat's geschafft. Aber... Wieso nehme ich mir das alles mit? Ich habe doch eben erst... Ach, egal. Könnte es sein, wenn der Wächter hier ist... Nee, der andere ist noch nicht da. Und hier haben wir nochmal Qualle. Naja, was soll's. Den wollte ich jetzt nicht draufgehen lassen. Ich glaube, das war das erste Mal in irgendeinem Playthrough, den ich jemals hatte, wo ich es geschafft habe, dass der komplett am Leben bleibt. Nein, da
Verletzung? Achso, Verletzung. Ich dachte schon gerade, das wäre bei Strahlung. Ach ja, ich wollte ja noch gucken, ob da vorne irgendwo die Fleischies waren. Oh Gott! Habe ich den echt nicht gesehen? Ach. Fleisch, diese Fleischleichen dürfen jetzt weg sein. So. Wieder ins dunkle Tal. Mondlicht findet man übrigens nur zwischen 0 und 5 Uhr morgens. Das heißt, je nachdem wie schnell... Gut, 6 Stück. What the? Überraschend. Das kam sehr überraschend. Wenn die schon respawned sind, könnte das heißen, dass wir uns nochmal durch die Waffenkammer durchkämpfen müssen? Also ein bisschen zur Waffenkammer durchkämpfen müssen? Das fände ich nicht so schön. Aber eben konnte man nichts mehr tragen. Ah, nö, 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 nö. Weißt du was? Bleib da ruhig. So, ich weiß nicht, wie lange die brauchen bis hier. Ob die auch erst ab 0 Uhr zur Verfügung stehen. Die Dinger hier, Blitz und so weiter. Schwitz und Donner. Jetzt reicht's aber. Das Gebiet hat eben schon so geladen. Da musst du jetzt nicht so stocken. So. 1, 4, 5, 6. Ja. Da sind wieder einige respawned. Nee, dann lasse ich das. Dann gehe ich jetzt nur hier vorne hin. Gucke, wer da oben noch sitzt. Denn da ist ein gelber Punkt zwischen ein paar grauen. Hey, gib mir Medkit. Vielen Dank, Kumpel. Du hast mir echt geholfen. Wenn ich lange genug lebe, um dich noch einmal zu treffen, werde ich dich dafür belohnen. Alles, was ich im Moment entbehren kann, ist nur ein saftiger Tipp für dich. In Ordnung. Südlich von hier gibt es einen Zuchtbetrieb, in dem einige Stalker ihr Lager aufgeschlagen haben. Einer von ihnen hat ein Gauss-Gewehr zu verkaufen. Echt billig. Nur 800. Ich wollte es gerade kaufen. Doch dann dies hier. Wenn du also die Kohle hast, dann geh schnell hin. Danke für die Info. Später. Später. Na, ist ja noch so ein verfluchtes Vieh. Meine Güte. Ich wusste, dass er kommt und ich habe mich trotzdem erschreckt. Das kann nur Stalker. So, du läufst jetzt aber auch weg und... springst hier nicht wie so ein wildes Huhn, wie dieser Wächter eben, hier lang. Na, ich begleite ihn mal ein bisschen. Ja, wenn es nicht mal wieder stoppen würde. Aber man sieht, das Spiel läuft hinten weiter.
Und wenn ich mir so auf mein Aufnahmeprogramm gucke, dann ist das... Nee, das liegt dann nicht an meinem PC. Es liegt tatsächlich am Spiel. Es ist des Spieles Schuld, dass es so haken tut. Laufe ich jetzt nicht rein. Nee, da kann er alleine durchgehen. Wir machen uns jetzt auf zu Labor. Echt jetzt? X18. Ich habe auch jedes Mal so ein ganz kleines Zucken, ob das Spiel jetzt tatsächlich abgestürzt ist. Wundert euch daher nicht, warum ich so oft speichere. Nehmen wir sie erstmal mit. Wenn wir sie nicht brauchen, kann ich sie wegschmeißen. Und wenn ich danach noch genug übrig habe an Gewicht, kann ich es hinterher verkaufen. Wo sind die jetzt? Anscheinend haben sie mich bemerkt. Das ist nicht so schlimm. Da hinten schießen die auf jemand anderen, denn auf mich kann es nicht sein. So, Verbandsmaterial werden wir wahrscheinlich gleich jede Menge brauchen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Gut, wenn ich mich so dämlich anstelle, wie ich es halt will. Zwei Stück noch. Da sehe ich keinen. Warte, eins, zwei, drei und der vierte da vorne, okay. Ja, Verstecke lasse ich auch hier jetzt doch vielleicht erstmal in Ruhe. Das ist ein Versteck, wo nichts drin ist. So. Na, was wurde in dieser Fabrik hergestellt? Hat jemand eine Ahnung? Also es muss auf jeden Fall irgendwas fixiert werden hier zwischen. So. Ja, was soll's. Nehme ich mit. Also irgendwo ist hier noch einer. Die nehmen wir nicht mit. Die wiegt viel zu viel. Nächste Runde. Oder wieder nur eine Etage tiefer. Hier kommen wir nicht runter. Wo stand das genau? In der Ecke hier vorne. Gut. Autsch, danke. Ach ja. Wie war das noch? Nicht in Gefechten drin behalten, ne? Die Ecke da vorne ist da unten. Und da ist auch tatsächlich was runtergefallen. Hopp. Weil ich gerade nicht genau weiß, wo das wäre. So. Ach, hier vorne. Okay.
So, das Schreien kam gerade von hier irgendwo. Ach, der überwacht unten die Tür, oder wie? Na. So. Na dann. Die Dokumente ins unterirdischen Labor finden. Was? Wie Auftrag erfüllt. Die Dokumente finden. Es ist unerlässlich, die Dokumente über die Forschung aus Labor X18 zu finden. Sie können vielleicht einiges über den Hirnschmelzer erklären. So, und ich glaube, das könnte jetzt, je nachdem, die erste schwierige Stelle in diesem Spiel werden. Super. Was trinken? Ach, Mann, ich wollte gerade die Ladeanimation nutzen. Na, egal. So. Wir sehen schon 3 Tote auf der Karte. Eine richtige Karte hier haben wir nicht. Da sind wir hergekommen. Der hat seinen Posten lange nicht verlassen. Steinblut. Sehr schön, nehme ich. Na nö. Experte einzeln. Okay. Weißt du was? Da können wir gerade was futtern. Regeneriert ja auch Ausdauer, ne? Au! Der belebtes Becken. Ein wirklich sehr belebtes Becken. Ich kann mich immer noch nicht richtig an den Stuhl ran, an den Tisch ransetzen. Ja, so. Ich will nicht. Aha. Nee, das möchte ich jetzt. Ich will gucken, ob das funktioniert. Ich könnte schwören, das habe ich schon mal geschafft. Also auf der Karte haben wir keine Kontakte. Trotzdem haben wir gerade eine Tür knallen hören. Zugehen hören. Ha. Meh. Nix. Schade, aber meinetwegen. War wahrscheinlich auch nicht gedacht, hier hochzukommen. Gut. Feuerball. Feuerball, Feuerball. Und Tropfen. Und eine schwebende Kiste. Die nichts macht. Eine zweite schwebende Kiste. Ja. Die es auf uns absieht. Das finde ich jetzt weniger lustig. Den Code für die Tür finden. Ich finde das nicht witzig. Ein Kombinationsschloss versperrt den Weg ins Labor. Es muss jemand her, der die Kombination kennt. Da vorne ist was, oder? Schnecke. Da muss man doch irgendwie rankommen. Ha. Was war Schnecke nochmal? Genau, das hier. Die Antiblutungsdingens. Ja, ich bin wieder auf Anti... Ach, warte, wir haben doch jetzt noch einen Feuerball gefunden. Ich habe leider
Ich kann leider kein Kyrillisch lesen. Selbst wenn ich es könnte, kann ich kein Russisch. Wodurch ich nicht wissen würde, was da steht. Hallo Schnorki. Und da vorne ist eine Feueranomalie. Gut zu wissen. Da war eben aber noch ein Schnorr. Das habe ich gesehen. Der ist links rein. Die wurden gerade ganz kurz von etwas gesehen. Nix. Oh. Oh, die so saufen. Okay. Ja, komm, komm. Hier vorne, hier lang, hier. Oh, 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 oh. Von hinten, die Sau. Also hat sie doch das einmal komplett außenrum. Ich fasse es nicht. Hier rumpelt was Großes. Nachrichtenverlauf. Piotr Ilitsch Kalugin, Leiter des Labors X18. Ich habe so das Gefühl. Richtiges Gefühl. Wieso bist du jetzt nochmal angegangen? Ah, deshalb das Loch in der Wand. Ein Monolithenanzug. Der ist leicht besser als der hier, ne? Jupp, sieht leicht besser aus. Und ist genau der gleiche? Nein. Elektroratter plus 10 und ja, ganz leicht besser. Ganz, ganz leicht. Huch. Das wollte ich nicht. Den Granatwerfer mutieren wir ab. Der bringt nichts. Den können wir gleich wieder wegwerfen. Ich spiele nicht mit Granaten und auch nicht mit Granatwerfern. Also, ne? Aber die Munition dafür kann man noch mitnehmen. Ja, das geht. So, da können wir wieder raus. Aber ich möchte jetzt nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Was zum Teufel wurde hier denn gemacht? Naja, wir sind in einem Labor, ne? Also irgendwas Komisches, Gepresstes. Lass mich raten, da unten ist es echt radioaktiv. Yep.